Ein wunderschönes Wochenende zum Ausklang der Börsenwoche 27 im Jahr 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit einem Händler von der LSX möchten wir Sie noch einmal abholen, erörtern, was in dieser Woche passiert ist und 10 interessante Werte vorstellen, die einen zweiten Blick auf alle Fälle wert sind. Doch zuvor, was ist passiert in dieser Woche? Also der Coronavirus hat uns immer noch im Griff. Weltweit sind wir nun schon bei 10,7 Millionen Infizierten. Dazu schauen wir auch gleich mal auf eine interaktive Karte, die ich hier ausgegraben habe. In den USA die Wirtschaftsdaten sehr solide, der Arbeitsmarkt springt an. Das werden wir genauer erörtern und rein logisch hat hier auch die Wall Street davon profitieren können. Die Wall Street war also positiv, der Dow Jones kurz über 26.000 und die Nasdaq auf Allzeithoch. Das hat auch den DAX nicht kalt gelassen. Wir sind solide im Gewinn bei 12.500 Punkten etwa aus der Woche herausgekommen und damit genau zwischen den runden Marken von 12.000 und 13.000. Was bringt die neue Woche? Wirtschaftsdaten und so weiter. Dazu befragen wir den Daniel aus Düsseldorf. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ich grüße dich. Ja, ich habe es schon angedeutet, die Woche war sehr, sehr positiv. Wenn man sich die Indizes anschaut, der Nasdaq hier mit 5% Aufschlag, neues Allzeithoch. Auch der DAX hat sich nicht lumpen lassen, wie man so schön sagt. Bis auf den Nikkei waren sozusagen alle Indizes im Plus und auch Gold. Gold war am 8-Jahres-Hoch, also da ist einiges vorgefallen. Wie hast du denn die Woche erlebt? Ja, also ist alles richtig, was du gesagt hast. Wir haben durchweg eine positive Woche erlebt, nicht sowohl im DAX als auch bei ausländischen Indizes. Am Montagmorgen haben wir gestartet auf einem Niveau knapp über 12.000 Punkten, bei 12.050, und zum Ende der Woche sind wir gute 500 Punkte höher. Du hast es angesprochen im Intro, über 12.500, um ganz genau zu sein, 12.528. Damit sind wir jetzt auch, kann man so sagen, näher an der 13.000-Punkte-Marke als an der 12.000. 3,6% in einer Woche ist sehr ordentlich. Dazu muss man sagen, am Anfang der Woche, da möchte ich mal sagen, den Montag bis Mittwoch war der Handel relativ verhalten und wir haben uns in einer DAX-Spanne bewegt zwischen 12.100 und 12.400 Punkten. Für die derzeitige Situation eine relativ enge Handelsspanne, möchte ich mal sagen. Und richtig Schwung kam dann am Donnerstag in den Markt, also sowohl in den deutschen Markt als auch in die amerikanischen Indizes, namentlich der Nasdaq und auch der Dow Jones. Was ist passiert am Donnerstag? Am Donnerstag kam der große Arbeitsmarktbericht aus den USA. Der ist normalerweise immer am ersten Freitag des Monats. Warum an diesem Donnerstag? Weil am Freitag die amerikanischen Börsen geschlossen hatten. Da war der Unabhängigkeitstag. Deswegen wurde er vorgezogen, der Arbeitsmarktbericht, und kam schon am Donnerstag. Und dieser ist durch die Bank sehr positiv ausgefallen. Die Börse hat das auch positiv aufgenommen. Zum einen ist der Dow Jones kurz über die Marke bei über 26.000 Punkte gestiegen. Der konnte die anfänglichen Gewinne dann aber nicht ganz halten und ist dann im späten Handel doch abgebröckelt und hat schlussendlich bei 25.827 Punkten geschlossen. Was hat die Nasdaq gemacht? Klar, ein neues All-Time-High. Wir haben geschlossen bei 10.207 Punkten. Beachtlich. Wir waren auch im Handel schon circa 100 Punkte höher bei 10.300. Das kurz zu den Indexständen. Ich möchte aber noch mal kurz auf den Arbeitsmarktbericht eingehen. Was ist passiert im Juni bei den Beschäftigtenzahlen? Zum einen ist es so, dass im Juni 4,8 Millionen Jobs geschaffen wurden. Das ist deutlich mehr, als man erwartet hatte. Und die Arbeitslosenquote fällt auch nicht so schwach aus, wie erwartet. Erwartet war eine Quote von 12,4% und die Ist-Zahlen sind bei 11,1%. Das Ganze hat für positiven Schwung gesorgt und es zeigt einmal mehr, oder wo kommt der Schwung her? Es zeigt wohl, dass sich die US-Wirtschaft wohl deutlich schneller erholt als ursprünglich gedacht. Und ja, das Fazit aus der ganzen Geschichte ist und bleibt, der US-Konsument ist wohl der wichtigste Motor für die Weltwirtschaft. Ganz kurz noch, ich hatte jetzt über die Zahlen von Juni gesprochen. Ich meine, da darf man nicht außer Acht lassen, was im April bzw. im Mai passiert ist mit den Beschäftigtenzahlen. Im April waren noch die Horrormeldungen. Da haben ganze 20 Millionen US-Bürger ihren Job verloren.
Und im Mai ist dann eine kleine Trendwende hat stattgefunden. Da sind 2,5 Millionen Jobs geschaffen worden und jetzt im Juni konnten wir die Serie fortschreiten und haben 4,8 Millionen neue Jobs geschaffen. Also da sind, um ein Fazit zu ziehen, der Arbeitsmarktbericht ist durch die Bank sehr positiv ausgefallen und hat den Börsen Unterstützung geliefert. Ja, das sieht man natürlich auch in den Kommentierungen quasi weltweit, wie hier der Arbeitsmarktbericht positiv aufgenommen wurde. Nicht zuletzt auch von Donald Trump selbst, und da haben wir mal den Twitter-Account hier eingeblendet. Really big jobs report, great going President Trump, kidding but true. Also er hat sich selber hier wieder gefeiert und wie ich es eingangs schon andeutete, möchten wir auch auf die Corona-Zahlen blicken, die etwas in den Hintergrund gerieten bei dem ganzen Kursfeuerwerk. Und da gibt es eine interessante Seite. Als die Präsentation hier schon vor Redaktionsschluss fertig wurde, waren es 10,7 Millionen Infizierte weltweit. Jetzt sind wir schon bei 10,8 Millionen. Also das steigt hier stetig an und man kann sehr, sehr gut schauen auf die einzelnen Länder, wie hoch da die Todesrate ist und die Infiziertenrate. Also das sind alles Daten, die man sich hier genauer anschauen muss. Wie ist denn deine Ansicht? Kommt hier Corona wieder zurück ins Interesse der Börsianer oder ist das Thema eigentlich schon mehr oder weniger eingepreist? Ja, eingepreist ist jetzt schwierig zu sagen. Ne? Also wir sehen ja, man muss einfach mal abwarten, was in der Zukunft passiert. Ne? Also es gibt ja da unterschiedliche Meinungen von vielen Experten, von verschiedenen Ärzten. Ja, also da spricht der eine davon, dass wir im Herbst, Winter eventuell eine zweite Welle bekommen. Der andere Experte spricht davon, nein, es wird eine gleitende Entwicklung nehmen. Das ist schwierig. Also ich glaube, der Markt aktuell bei 12.500 Punkte ist auf Basis der Corona-Zahlen jetzt aktuell anscheinend fair gepreist. Aber ich meine, es schließt ja nicht aus, dass noch weitere Hiobsbotschaften kommen. Also da muss man abwarten. Also ich bin auf dem Gebiet auch kein Experte. Ich glaube, man muss die Zahlen einfach so nehmen, wie sie in Zukunft kommen und dann schauen, wie der Markt damit umgeht. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr gute und objektive Einschätzung. Und du hast es bereits angesprochen, dass es hier ein Kursfeuerwerk an der Nasdaq gab. Doch zuvor nochmal im DAX auf einen Wert, den ich hier nennen möchte und auch muss, die Wirecard. Da war richtig Volatilität im Markt und ich glaube, das war auch der umsatzstärkste Wert im DAX. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So war es auch, wie schon in der Vergangenheit, nicht nur in der letzten Woche, sondern auch die Wochen und Monate davor. Die Wirecard-Aktie wird uns ja anscheinend noch eine Weile begleiten, also begleiten im DAX, möchte ich sagen. Aber dazu gleich noch vielleicht mehr, jetzt erstmal zur Wirecard selber. Ja, die letzte Woche war wieder eine irre, möchte ich mal sagen, irre Woche für die Wirecard. Wir sind am Montag mit 1,28 Euro in den Handel gegangen und jetzt am Freitag haben wir einen Schlusskurs von 3,27 Euro. Das alleine ist ja schon jetzt mehr als eine Verdopplung, aber ich möchte mal kurz erwähnen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also die Wirecard-Aktie hat sich zur Mitte der Woche versiebenfacht, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir waren im Hoch bei knappe 9,20 Euro. Wie du hast es angesprochen, also nicht nur die Kursreaktion der Versiebenfacher, sondern auch die Umsätze waren bahnbrechend, sowohl das Volumen als auch die Stückzahl, wobei die Stückzahl liegt natürlich auch daran, dass der Kurs jetzt optisch viel günstiger geworden ist als noch bei 100 oder bei 50 Euro. Und ja, die Wirecard-Aktie ist, würde ich mal sagen, ein Spielball der Spekulanten geworden. Es gab zwar auch ein paar Meldungen vom Insolvenzverwalter, der von einem regen Interesse gesprochen hat, von Konkurrenten oder von Private Equity, die eventuell Interesse an Tochtergesellschaften von Wirecard haben könnten oder Landesgesellschaften. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ordentlich Volatilität in die Aktie zurückgekehrt ist. Aber da muss man einfach mal abwarten, wie groß das Interesse tatsächlich ist und welche Preise da auch bezahlt werden. Als Konkurrenten spricht man von Worldline oder von Etienne, die eventuell Interesse haben können. Und auch die Deutsche Bank hat sich jetzt diese Woche noch zur Wirecard Bank zu Wort gemeldet. Man weiß ja, dass der CEO von der Deutschen Bank, Christian Sewig, die Transaktionsbank der Deutschen Bank stärken möchte. Das Geschäft möchte der auch ausbauen. Und schon in der Vergangenheit gab es häufiger mal Gerüchte, dass die Deutsche Bank Interesse haben könnte an der Wirecard Bank. Das sind aber nur Gerüchte. Da muss man einfach mal abwarten, wie es da in der Zukunft weitergeht. Auf jeden Fall, die Aktie war sehr volatil und wird sie wahrscheinlich auch noch bleiben.
Ich habe es am Anfang erwähnt, die Wirecard-Aktie bleibt, wie es im Moment aussieht, vorerst noch im DAX-Index enthalten und wird erst turnusmäßig im September ersetzt werden. Allerdings gibt es da jetzt auch das ein oder andere Gremium, was darüber berät, ob man das so bis September bestehen lassen sollte oder die Regeln ändert. Das weiß man nicht, da schauen wir mal die nächsten Tage ab, was sich da in dieser Hinsicht da noch entwickelt. Ja, da muss vielleicht die deutsche Börse auch ein wenig nachbessern, denn aus anderen Indizes, aus dem Stoxx 600 ist die Wirecard bereits herausgeflogen, weil klar, ein Unternehmen, was insolvent ist, muss nicht unbedingt in den größten Indizes reflektiert sein. Ja, das Kursfeuerwerk bei der Wirecard an sich nützt natürlich dem Aktionär nichts, der über 100 eingestiegen ist damals, aber es gibt natürlich auch andere Aktien, die wir hier in den Vordergrund stellen möchten, die eine konstante Aufwärtsbewegung hier zeigen. Den Nasdaq hatten wir schon angesprochen, auf neuem Allzeithoch, also hier von der Entwicklung nach Corona fulminant nach oben gelaufen. Und eine Aktie, die genannt werden muss, dabei ist natürlich Tesla. Ja, also die muss diese Woche genannt werden. Mein Kollege hat, Stefan, der hat die Tesla-Aktie diese Woche schon angesprochen. Ich möchte das aber nochmal aufgreifen. Was ist diese Woche passiert? Es folgendes, Tesla ist mittlerweile der wertvollste Automobilkonzern der Welt. Muss man sich mal vorstellen, in welch kurzer Zeit das passiert ist. Vorher war es Toyota mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 200 Milliarden. Und Tesla war diese Woche 230 Milliarden Dollar wert. Ja, da muss man einfach zum Vergleich auch mal sehen, unsere drei großen deutschen Autobauer, namentlich BMW, Daimler und VW, sind zusammen, wohlgemerkt, möchte ich nochmal betonen, zusammen 160 Milliarden Dollar wert. Also da ist schon viel passiert. Und ja, was ist genau passiert? Warum ist das so? Es gibt jetzt mittlerweile Tesla-Aktien notiert bei uns an der LSX bei 1.077 Euro. Es gibt aber schon die ersten Analysten, die von Kurszielen von 2.000 sprechen, also auf dem aktuellen Niveau noch eine Verdoppelung. Es gab diese Woche eine E-Mail-Nachricht von Elon Musk, von dem Gesicht hinter Tesla, der seine Mitarbeiter nochmal, ja, ich möchte sagen, mal angefeuert hat, noch weiterhin großartige Leistung zu bringen, dann wäre dieses Quartal schwarze Zahlen möglich. Zuvor hat man immer Verluste geschrieben und ja, das sind natürlich auch gute Nachrichten, die den Kurs weiterhin befeuern. Die Absatzzahlen sind auch gekommen für die Monate April, Mai und Juni. Da hat Tesla insgesamt über 90.000 Autos verkauft. Erwartet waren 74.000 Autos, also 16.000 mehr. So langsam sieht man auch in den Zahlen, in den verkauften Autos, dass sich etwas tut und dass das Kursniveau auch untermalt und wird von guten Zahlen. Und ja, man muss seit Anfang des Jahres hat sich die Aktie verdreifacht. Also ist eine fulminante Börsenstory, möchte ich mal sagen. Wenn man sich aber genau die Verkaufszahlen anschaut, so ist doch in dem Zeitraum, wo Tesla 100.000 Autos verkauft, bei den anderen Autobauern 1 Million wert auf der Agenda. Ist das überhaupt dann noch vergleichbar? Ja, genau, das ist richtig. Also ich habe ja eben, Tesla löst ja Toyota ab. Und wenn wir jetzt nicht nur auf ein Quartal gehen, sondern mal auf dieses Jahr 2020, da möchte Tesla insgesamt, sind die Prognosen, 500.000 Autos verkaufen. Demgegenüber Toyota verkauft über 10 Millionen Autos. Also da haben wir einen Faktor 1 zu 20. Allerdings kann man das auch nicht so vergleichen, nur die verkauften Einheiten zu sehen, sondern man muss auch schauen, bin ich ein Premium-Hersteller, sieht man ja auch bei Daimler, die verkaufen auch bei weitem nicht so viele Autos wie Volkswagen oder Toyota, ne? Und Toyota ist dann eher so ein Massenhersteller, da muss man auch auf die Marge schauen. Ja, ich glaube einfach, bei Tesla ist auch so halt die Zukunftsfantasie, E-Mobilität und ja, ich stelle mich jetzt nicht hin, ich möchte das nicht bewerten. Ich nehme einfach die Story so auf, wie sie halt ist, ne? Und da geht das Geld im Moment in die Tesla-Aktie. Ja, nicht nur die Tesla-Aktie, sondern wie wir am Nasdaq-Chart hier gesehen haben, natürlich auch in die anderen Schwergewichte. Wir reden schon lange nicht mehr von Fang, sondern von Fang mit Microsoft und so weiter. Und vielleicht etwas, was hier bremsen könnte, wäre, dass zum Ende des Monats die US-Regierung die schwergewichtigen Chefs dieser Unternehmen eingeladen hat, quasi hier ihre Wettbewerbspraktiken vorzustellen und zu untermauern. Also Jeff Bezos und Amazon
Mark Zuckerberg von Facebook, Sundar Pichai von Google, Mutter Alphabet und Tim Cook von Apple werden hier geladen und müssen dann quasi aussagen, weil hier eine Marktmacht unterstellt wird. Und das könnte ja bei Tesla letzten Endes auch passieren, oder? Ja, könnte schon passieren. Allerdings ist ja auch dem Weißen Haus daran gelegen, dass man weiterhin gute Geschäfte macht, ne? Also da sind ja auch etliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Also das werden wahrscheinlich konstruktive Gespräche werden und die werden nicht nur in eine Richtung laufen. Also, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob der Nasdaq weiter in eine Richtung läuft oder in diese Richtung. Im Bereich der IPOs geht es vor allem in eine Richtung aufwärts und da hast du uns auch einen Wert mitgebracht, der diese Woche für Aufsehen sorgte. Ja, den habe ich mitgebracht. Der ist aus meiner Sicht ein bisschen untergegangen diese Woche. Deswegen möchte ich jetzt heute hier am Samstag die Chance nutzen und den Wert vorstellen. Das ist die Lemonade-Aktie. Die hat einen fulminanten IPO-Start hingelegt. Und ja, dann frage ich dich jetzt einfach mal, Andreas, wenn du jetzt diesen Namen hörst, Lemonade, was würdest du sagen, was steckt dahinter? Was ist das für ein Unternehmen? In welcher Branche tätig? Also wenn du mich als Börsenexperten fragst, würde ich sagen, das ist so ein Online-Versicherungsvermittler. Aber man könnte auch denken, es ist ein Softdrink-Hersteller, falls du das meinst. Ja, genau. So hätte ich auch zuerst reagiert. Entweder Softdrink oder vielleicht in der Bekleidungssparte. Also ich hätte jetzt keinen Versicherungskonzern dahinter vermutet, aber ist einfach so. Ist ein Digitalversicherer, der diese Woche an die Börse gekommen ist. Was macht dieses Unternehmen? Wie ich schon gesagt habe, ein Versicherungskonzern, der seine Versicherungen übers Internet und über eine App vermittelt. Die japanische Softbank ist Großaktionär mit knapp 27%. Die Preisspanne war zuerst zwischen 23 und 26 Dollar. Das ist aber so gut angekommen auf dem Niveau, dass man dann die Preisspanne angehoben hat diese Woche auf 26 bis 28 Dollar. Und auch selbst dieses Niveau hat nicht ausgereicht, sondern die Aktie war massiv überzeichnet und die wurde danach zu 29 Dollar zugeteilt, also in die Depots der Kunden gebucht. Damit war aber noch nicht Schluss, also das war erst der Ausgabepreis, die 29 Dollar. Und die Aktie hat am Donnerstag bei, jetzt muss ich selbst schauen, bei 69 Dollar geschlossen. Also nochmal auf den Ausgabepreis eine glatte Verdopplung. Was macht dieses Unternehmen so spannend? Es wirbt damit, dass Versicherungen innerhalb von 90 Sekunden, möchte ich nochmal wiederholen, ausdrücklich abgeschlossen werden können. Und im Schadensfall dauert eine Schadensmeldung nur 3 Minuten. Das ist natürlich spannend, gerade wo dieses Versicherungswesen, ja, ich möchte mal sagen, so ein bisschen angestaubt ist, ne? Also kennst du ja wahrscheinlich auch selber, Andreas, also so ist es zumindest bei mir, man schaut da so ein bisschen gegen auf, wieder neue Versicherungen suchen, man muss den Gang vielleicht in die Filiale wählen oder man muss sich durchsuchen auf der Internetseite, man sucht einen Ansprechpartner, man landet vielleicht in einem Callcenter, es dauert und das gerade, die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, möchte dieses Unternehmen beiseite schieben und eine schnelle Versicherung anbieten. Noch ein paar Zahlen von mir. Man hat in den USA ist man im Moment nur vertreten. Man hat schon 500.000 Kunden gewonnen. Man plant jetzt die Expansion nach Europa. In den Niederlanden hat man wohl schon angefangen, Versicherungen zu verkaufen. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass 3/4 der Kunden unter 35 Jahre sind. Also man sieht gerade für die jungen Leute, die lieben dieses Angebot und nutzen es auch. Also es ist eine tolle Story, die da im Moment am Markt gespielt wird. Und ja, weil wir auch, du kommst wahrscheinlich gleich wieder auf die Bewertung zu sprechen, deswegen greife ich mal ein bisschen voraus. Natürlich, dieses Unternehmen macht aktuell noch keinen Gewinn, aber da muss man ein bisschen auf die Umsätze schauen. Im Moment sind es über 300 Millionen Dollar, aber sowas kann natürlich auch schnell steigen. Jetzt hat man erst mit der Expansion in Europa angefangen. Und ja, da warten wir doch einfach mal die nächsten Wochen, die nächsten Monate ab, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Story, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Ja, und spannend ist da auch, dass Softbank daran beteiligt ist. Also Softbank als quasi Gigant hat ja hier auch von Wirecard sich neulich erst verabschiedet und hat auch schon mehrere Projekte, ich möchte mal salopp formulieren, in den Sand gesetzt. Also denken wir dabei an WeWork, aber auf der anderen Seite hat er auch der Konzern eine Beteiligung an Alibaba von über 20%, ich glaube 28%, die hier ordentlich Kapital untermauert und quasi das Fundament für Softbank
und weitere Beteiligung bietet. Also Softbank ist eigentlich der Strippenzieher im Hintergrund, der hier ein ganz gutes Gespür hat, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Er hat ein gutes Gespür, kann man nicht anders sagen. Und klar, man hat auch mal eine Fehlinvestition. Das ist völlig normal, gerade bei solchen jungen Startups. Die entwickeln sich ja nicht immer so, wie man vorhersagt. Von daher, das würde ich jetzt nicht überbewerten, dass man da vielleicht auch mal ja, nicht so einen guten Deal gemacht hat. Das kennt ja jeder von uns, auch privat und auch an der Börse. Ne? Kann nicht alles aufgehen. Und ja, deswegen insgesamt würde ich dann aber schon sagen, Softbank hat normalerweise einen ganz guten Riecher. Und du hast es angesprochen, nicht nur die Softbank. Die ist zwar einer der ersten Stunde, aber es gab mal eine zweite Finanzierungsrunde. Da hat sich unter anderem auch die Große Allianz an dem Startup beteiligt. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, das klingt super. Und gerade Startups sind ja in der Versicherungsbranche hier, wenn ich aus Berlin berichten darf, stark engagiert. Also es gibt ja nicht nur die Check24, sondern ganz, ganz viele Klone, vielmehr, die sich auf zum Beispiel Autoversicherung und so weiter spezialisiert haben, weil der Versicherungsmarkt einfach ins Online-Business übergetreten ist oder dahin wandert, sich darin orientiert. Und da ist sicherlich noch viel zu erfahren. Kommen wir zu einem älteren Business und zwar zur Luftfahrt. Branche. Was macht denn die Flugbranche und welche Unternehmen hast du uns hier mitgebracht? Ja, ich habe uns die beiden großen Flugzeugbauer mitgebracht, Airbus und Boeing. Da gab es diese Woche auch Nachrichten. Bei Airbus, mit denen möchte ich anfangen, da werden tausende Stellen abgebaut in der nächsten Zeit. 15.000 Stellen insgesamt sollen abgebaut werden. Ja, was ist der Hintergrund? Man kann einfach nicht mehr so viele Flugzeuge verkaufen wie vor Corona. Das ist ganz klar. Die ganzen Luftfahrtgesellschaften müssen Kosten sparen und setzen den Hebel in erster Linie natürlich an neuen Flugzeugen, die man aufschiebt, die man nicht abnehmen möchte, an. Und das drückt natürlich auf die Stimmung bei Airbus und bei Boeing. In Zahlen ausgedrückt, bei Airbus ist es so, in den nächsten 2 Jahren wird die Produktion um 40% gekürzt. Das sind schon Schreckensnachrichten, kann man nicht anders sagen. Und da muss man natürlich reagieren. Von daher setzt man da auch den Rotstift an den Jobs und möchte, wie gesagt, 15.000 Stellen entlassen. Wenn man sich das genau anschaut, ist ja Deutschland einer derjenigen, der noch die meisten Arbeitsplätze hier bei Airbus quasi inne hat. Und wir sehen das am Chart, wie stark Airbus gelitten hat. Und in Zahlen ausgedrückt, in Hamburg, Buxtehude und Fuhlsbüttel stehen 2.325 Stellen zur Streichung und auch am Standort Bremen 425 Mitarbeiter und in Stade nochmal 365. Da kommt natürlich der Ruf nach Subventionen hier ins Gespräch, ob da die Bundesregierung oder die EU eintritt. Was hältst du denn davon? Das habe ich diese Woche auch gelesen, dass da wohl Subventionen fließen sollen. Also ich finde es ja grundsätzlich immer gut, wenn man Arbeitsplätze erhalten möchte. Und wenn dann die Regierung unter die Arme greift, so in Zahlen ausgedrückt, habe ich davon gelesen, dass eventuell 2.000 Stellen dann erhalten bleiben in Deutschland. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Ich meine, wir befinden uns halt nun mal in einer Ausnahmesituation aktuell. Nicht nur bei Airbus, sondern auch andere Branchen. Und es wird massiv Geld gedruckt und unterstützt. Also finde ich es grundsätzlich schon mal gut, die Haltung von der Regierung. Kann man ja davon ausgehen, wenn Airbus unter Druck gerät, dass dann der Konkurrent, und du sagtest ja, wir sprechen über die zwei Marktführer, Boeing hiervon profitiert? Normalerweise, zu normalen Zeiten würde ich ja sagen, eindeutig. Ne? Die beiden sind halt immer die zwei größten Flugzeugbauer der Welt. Zu Corona-Zeiten oder in der derzeitigen Situation würde ich es ein bisschen anders bewerten. Ich glaube, wenn Airbus schwächelt, schwächelt Boeing auch. Und so ist es auch. Boeing hat aber noch ein anderes Problem gehabt mit der 737 MAX. Die war ja über ein Jahr, durften keine Flüge mehr stattfinden und es bestand ein Verbot. Jetzt gibt es erste positive Signale von der Luftfahrtbehörde. Man darf zwar noch nicht die 737 MAX jetzt wieder einsetzen, aber es sind zumindest Testflüge wieder erlaubt. Das ist eine positive Nachricht gewesen und darauf hat auch die Boeing-Aktie reagiert. Also wir hatten Anfang der Woche Kurse von 160 Euro und sind 10 Euro fester gewesen in der Aktie. Ja, das klingt auf alle Fälle spannend. Das sollte man im Blick haben. Und wenn man sich anschaut, wie lange die Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie am Boden waren, so ist natürlich auch verständlich, dass diese Unternehmen erstmal eine lange Durststrecke hatten, aber sich vielleicht wieder erholen und abheben können. Einige Flugzeuge, die immer abgehoben sind, das sind die von FedEx zum Beispiel, denn die hoben auch trotz Corona ab.
Ja, die heben ab, trotz Corona. Das Geschäft brummt, wenn ich den CEO zitieren darf. Er sieht aktuell das Paketgeschäft so auf dem Niveau von vor Weihnachten. Und wir wissen ja alle vor Weihnachten, was da los ist im Onlinehandel. Das ist ja ein regelrechter Boom. Und ja, da spricht der Firmenchef davon, dass im Moment die Geschäftszahlen auch so gut laufen. Das kommt natürlich oder ist diese Woche sehr gut angekommen. Die Aktie war mal nachbörslich 8% fester. Und ja, wird bei uns, glaube ich, mit 140 Euro gepreist. Anfang der Woche waren es noch 120. Also hier ist ein ordentlicher Aufschlag von 20 Euro. Ja, und weil wir gerade bei Bestellungen sind, haben wir auch schon den nächsten Wert hier im Visier, der die Woche auch kurz vorgestellt wurde mit Geschäftszahlen, und das ist die Home24. Ja, bei Home24 ist die Story auch ganz klar. Menschen können weniger Geld für Urlaub ausgeben, wegen der ganzen Ausgangssperren, wegen Urlaubssperren. Und ja, dann schaut man sich zu Hause in seiner Wohnung, in seinem Einfamilienhaus, schaut man sich um, man guckt sich den Garten an, man guckt sich die Wohnung an und dann werden halt Investitionen getätigt, die man eigentlich vielleicht aufgeschoben hat. Dann werden neue Möbel gekauft, neues Sofa, neue Couch, vielleicht Gartenmöbel. Man möchte sich sein Zuhause ja auch ganz schön machen, wenn man schon nicht verreisen kann. Und wenn man in den eigenen vier Wänden bleibt, dann möchte man es sich ja zumindest sehr angenehm gestalten. Und da profitiert die Home24-Aktie von. Anfang der Woche, zu Beginn, waren wir noch bei 6 Euro. Jetzt sind wir bei über 7,50 €. Also ein ja, saftiger Aufschlag. Ja, vor allem, weil im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 hier der Auftragseingang um 70% nach oben ging. Also das ist das profitabelste Quartal bei Home24 in der Firmengeschichte gewesen. Und da du den Chart ansprachst, der sieht in der Tat seit letztem Jahr sehr, sehr gut aus. Aber wenn man das wieder auf den Emissionszeitpunkt zurückrechnet und den längerfristigen Chart anschaut, dann passt das irgendwie dann nicht mit dem stärksten Quartal zusammen. Wo war hier der Fehler? Wo der Fehler war, ist jetzt schwierig zu sagen. Du hast natürlich recht. Also der Chart, wenn wir da bei der Home24 ein bisschen zurückgehen auf 2-3 Jahresbasis, sind wir natürlich deutlich entfernt vom IPO-Preis. Ja, es ist schwierig gewesen. Also es gibt Corona-Gewinner und Verlierer. Jetzt ist die Home24 einer der Gewinner. Da muss man mal abwarten, wie die Zukunft aussieht. Vielleicht auch nach Corona irgendwann mal, wie dann das Geschäft aussieht. Aktuell profitieren sie halt davon, wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate auch noch. Und dann schauen wir mal ins dritte, vierte Quartal oder auch einen kleinen Vorschau auf Anfang 2021, wie dann die Geschäfte, ob man dieses Tal der Tränen, so möchte ich es mal nennen, dann auch durchschritten hat. Ja, was natürlich immer bestellt wird, außer Möbel, das sind Nahrungsmittel, wie zum Beispiel bei euch im Büro, habe ich gehört, Pizza. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Die gibt es hier auch hin und wieder. Warum auch nicht? Wir können es ja vertragen, oder? Ja, Delivery Hero war auch mit sehr starken Zahlen in der letzten Woche. Und um da den Vergleich nochmal zu ziehen, der Langfristchart sieht sehr gut aus. Also die Aktie hat sich jetzt auch verdoppelt. Seit Anfang des Jahres von 50 auf über 100. Online-Bestellungen laufen sehr gut. Also die Menschen, Restaurants waren geschlossen, konnten nicht essen gehen, hatten vielleicht auch Angst jetzt in der Phase, wo wieder teilweise die ersten Restaurants geöffnet haben. Ist vielleicht auch eine Skepsis gegen einen Restaurantbesuch und dann bestellt man lieber online was zu essen. Das sieht man am Aktienkurs bei der Delivery Hero, die hat sich jetzt wie gesagt verdoppelt, steht bei 105 Euro. Dann gibt es noch einen positiven Analystenkommentar von der Citigroup, der die Aktie mit bei bewertet. Und nicht zuletzt, es kommen immer mal wieder so Gerüchte auf, dass Delivery Hero auch ein Kandidat für den DAX ist. Im September, wir hatten eben darüber gesprochen, falls die Wirecard den DAX verlässt, könnte die Delivery Hero Aktien Anwärter sein für den DAX 30. Ja, also dass die Wirecard hier von seitens der Marktkapitalisierung im DAX eine Berechtigung hat, das steht außer Frage. Natürlich nicht, denn das Unternehmen ist jetzt nur noch ungefähr 300 bis 400 Millionen Euro schwer. Und hier geht es wirklich um Milliarden. Wenn man sich den aktuellen Kurs von Delivery Hero mit
den Aktienanteilen zusammenrechnet, kommt man auf circa 20 Milliarden. Und da muss ich mal in meine Tabelle schauen. 20 Milliarden, das entspricht dann einer Marktkapitalisierung, die über RWE liegt, über der Deutschen Bank, über Continental, über der Deutschen Wohnen, über Merck, Heidelberg Zement. Also da ist man schon auch im DAX-Ranking auf Platz 20 und müsste eigentlich von diesem Kriterium her in den DAX hineinkommen. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, da ist auch nicht der einzige Anwärter. Ich meine, die Symrise-Aktie ist ein Börsenschwergewicht und ist auch im Rennen, glaube ich. Also da ist ja noch nichts entschieden. Aber klar, die Zahlen sind nicht von der Hand zu weisen. Also 20 Milliarden Market Cap, ja, da brauche ich nicht lange drum reden, das ist schon ein Schwergewicht. Ja. Das wollte ich eben hier noch mit zum Ausdruck bringen und als Überlegung und vielleicht als nächste Überlegung und Überleitung zu einem anderen starken Wert. Diese kleinen Pizza-Autos, die sind ja teilweise auch elektrisch betrieben und das bringt mich auf die Idee, einmal nach Warta zu schauen. Was ist denn da los? Ja, Warta, ein SDAX-Wert, hat diese Woche eine Förderung bekommen oder zwei Förderungen. Die packe ich nur zusammen, das sind zwei Förderungen, glaube ich, auch 150 Millionen, also in Summe 300 Millionen, die sollen genutzt werden für den Standort Deutschland, für die Batteriezellfertigung. Also da soll investiert werden in Forschung und Entwicklung und man möchte die nächste Generation von Lithium-Ionen-Akkus entwickeln und da fließen die 300 Millionen hin. Und das kommt sehr gut an, kann man nicht anders sagen. Montag gestartet mit 90 Euro, jetzt schon Kurse von 105 bezahlt. Der Chart ist auch sehr, sehr eindrucksvoll und alle, die quasi hier den Bogen spannen möchten zu Tesla, also auch da geht es ja um Batterien letzten Endes und jeder, der vielleicht einen Garten hat, der interessiert sich vielleicht auch für Mähroboter und so weiter. Also Batterien sind einfach überall im Smartphone und so weiter vorhanden, da sollte man drauf schauen. Aber trotzdem die Nachfrage nach Öl, also die herkömmlichen regenerativen Rohstoffe als Alternative bietende Quelle, Öl ist hier immer noch im Fokus und wird natürlich von den ganzen Automobilen bevorzugt betankt. Und da schauen wir noch einmal auf Royal Dutch Shell. Ja, ist richtig. Öl wird auch nach wie vor noch gebraucht. Aber was ist diese Woche passiert oder insbesondere bei Royal Dutch Shell? Da hat man die Mittelfristprognose und die Langfristprognose für den Ölpreis nach unten reduziert. Da wird in Zukunft nur noch ein Ölpreis von langfristig auf die nächsten 5 Jahre von 60 Dollar gesehen und für die nächsten Jahre auch zwischen 40 und 50 Dollar. Das hat dazu geführt, dass hier Wertberichtigungen vorgenommen werden in Höhe von 15 bis 22 Milliarden. Das hat zuvor auch BP schon gemacht und Royal Dutch Shell zieht jetzt halt nach und schreibt da seine Ölbestände ein wenig nach unten. Das ist natürlich auch für Firmen aus dem Ölsektor, die ihre Dividenden jetzt quasi schon ein wenig zusammengestrichen haben, eine interessante Möglichkeit, nochmal entsprechend hier sich zukunftsmäßig auszurichten, vielleicht auch Kosten zu sparen. Also da gibt es sicherlich in Zukunft auch noch weitere Meldungen, die wir hier natürlich täglich in unserem Format an Sie weitergeben. Was wir auch weitergeben möchten, ist noch eine Meldung, die gestern Abend über die Ticker kam und die möchten wir ganz aktuell hier kommentieren. Und zwar gab es einen Paukenschlag zum Wochenende bei der Commerzbank. Was genau? Ja, Paukenschlag, Andreas, das richtige Wort. Ich war gestern Abend auch erstaunt. Martin Zielke, der CEO von der Commerzbank und nicht nur der CEO, sondern auch der Aufsichtsratschef, Stefan Schmidtmann, verlassen die Commerzbank, haben ihren Rückzug angekündigt. Man munkelt im Markt, dass es auf Druck des Großaktionärs ist, Cerberus, der dafür bekannt ist, ein aktivistischer Aktionär zu sein, ist aber noch nicht bestätigt und ist ein Paukenschlag. Die Aktie heute Morgen kommt das ganz gut an, kann man nicht anders sagen. Die Aktie ist plus 2%, wird bei 4,20 Euro gepreist. Ja, zum Ende des Jahres oder bis zum Ende des Jahres soll eine andere Lösung gefunden werden und es gibt auch schon zwei Kandidaten eventuell. Zum einen ist das die Firmenkundenchefin und die Finanzchefin. Oder der Firmenkundenchef, Entschuldigung, der Firmenkundenchef und die Finanzchefin sind mögliche Kandidaten, aber es ist einfach noch verfrüht, um da eine Aussage zu treffen. Das ist ja, wie gesagt, gestern Abend erst über die Ticker gekommen und schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Also wir zwei sind hier nicht im Rennen um die Personalie, richtig? Ja, die Hoffnungen schwinden bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch ganz glücklich hier. Also. Ja, das stimmt und du machst auch einen sehr guten Job, denn wie wir an dem Chart hier gesehen haben, das sind schon die Kurse von heute Morgen. Du bist auch live im Büro, das heißt, du hast jetzt noch einen Handelstag vor dir.
Genau, also ich bin ja nicht hauptberuflich Nachrichtensprecher hier, mache ich sehr gerne, aber in erster Linie bin ich ja Händler und Trader und von daher, ich gucke auf die Uhr, muss ich mich auch so langsam, glaube ich, verabschieden. Gut, dann noch eine letzte Frage und eine letzte Folie, bevor du dich verabschieden musst. Und zwar, der DAX hat nun seit der Corona-Pandemie jetzt 3 volle Monate im Plus geschlossen, zwar mit nachgebender Dynamik, aber im Plus geschlossen. Der Juli, der Sommer, meinst du, es kommt ein Sommerloch oder starten wir weiter in die Sommer- und Herbstrallye durch? Boah, das ist eine schwierige Frage noch am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, kann ich keine kurze Antwort drauf geben. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns stabilisiert. Die ganzen Experten waren sich ja nicht einig. Gibt es eine V-Korrektur oder nicht? Ich meine, wir sind jetzt, wie soll ich sagen, wir sind in den letzten Monaten, du hast es angesprochen, ganz gut gelaufen. Ich wäre schon glücklich damit, wenn wir uns einigermaßen stabilisieren, wenn die Corona-Zahlen, die Fallzahlen ein wenig zurückgehen, wenn ein bisschen Entspannung kommt, auch im normalen, im sozialen Leben, wenn die weitere Geschäfte aufmachen, wenn ein paar positive Nachrichten kommen. Dann wäre ich schon zufrieden. Also ist verfrüht, finde ich, aus meiner Sicht von einer Sommerrallye zu sprechen. Oder lass uns erstmal abwarten, ruhig Blut, hoffen auf keine zweite Welle und dann wäre ich schon zufrieden. Das klingt gut und das wären auch meine Schlussworte gewesen. Und deswegen vielen lieben Dank an dich nach Düsseldorf und erfolgreichen Handel dir erst einmal. Sehr gerne. Danke. Schönes Wochenende. Bleib gesund, Andreas. Ja, danke und das wünsche ich natürlich auch allen Zuschauern und allen Abonnenten auf YouTube, Facebook, Instagram und natürlich Twitter. Also kommen Sie gut durchs Wochenende, bleiben Sie gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und sehen uns in den nächsten Wochen natürlich zum täglichen Format vorbörslich zusammen mit Traders Media GmbH und der LSX.